told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hallöchen, meine Lieben. Das ist komisch. Ich filme gerade aus meinem eigenen Auto das erste Mal. Ja, ist schon so ein bisschen komisch, ne? Aber es ist cool. Es ist schön. Ich stehe ja gerade bei Penny und werde jetzt einkaufen gehen. Vielleicht mache ich gleich einen Food Haul im Auto. Ja, warum nicht? Ne? Mal schauen. Hat dann doch nicht geklappt im Auto. Ich wollte ja eigentlich im Auto drehen. Aber irgendwie habe ich dann doch nicht gemacht, weil das nicht geklappt hat richtig. Also irgendwas ist mit meiner Katze. Also nicht Philo, der Philo, genau. Der aufgeweckte Kater, da ist alles in Ordnung. Aber irgendwas ist mit Findus. Die ruhigere Katze. Nachts ist die halt nicht ruhig, aber tagsüber. Und irgendwas muss mit dem sein, weil er ist jetzt noch ruhiger und versteckt sich immer nur. Und ich glaube, er frisst halt, ja, er frisst ganz normal, also Leckerlis oder halt auch das Matschefutter, Trockenfutter weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber wenn das jetzt noch so bleibt bis spätestens Montag, wenn da nichts verändert hat, werde ich wahrscheinlich zum Tierarzt müssen. Mal gucken, was der da sagt. Sicher ist sicher, ne? Man weiß ja nie. Aber vorab war ich einkaufen bei Penny, genau. Und zeig mal den Haul. Es sind jetzt hier Eier einmal, 10 Stück, ganz normale Bodenhaltungseier, genau. Dann haben wir hier eigentlich 2 Liter Milch. Also 1,5. 99 Cent kosten die ja jetzt immer, ne? Manchmal. Weil manchmal kosten die auch schon 1 Euro irgendwas bei manchen. Ich glaube, bei Penny waren es, glaube ich, 99 Cent. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Dann haben wir einmal bei heißgeliebten Brötchen. Nur einmal, das reicht auch. Burger Patties mit was? Also Rindfleischzubereitung mit Cheddar gewürzt zum Braten. Ja, also auf jeden Fall waren sie reduziert. Also von sonst hätte ich es mir nicht gekauft, weil es so teuer ist sonst. Ja. Genau, machen wir es dahin. Dann haben wir hier. Ja, wie heißt es denn hier? Käse auf jeden Fall hier. Wie heißt das? Ich komme auf den Namen jetzt nicht. Parmesankäse, genau. Zum selber reiben. Genau. Ich habe ja eine Reibe, von daher. Dann haben wir hier Exquisa-Scheiben. Zweimal. Dann haben wir hier. Achso, ja.
Vegane Mühlensalami mit buntem Pfeffer. Das macht mir ja schon Sorgen mit dem Findus, ne? Nicht, dass da irgendwas ist. Sag mal, die längste Katze, die hier ist. Ja, genau, ja. Er ist länger hier als Fido. Genau, er ist auch viel ruhiger, ne? Deswegen merkt man es manchmal gar nicht, wenn er noch ruhiger ist. Ich habe es gemerkt, dass irgendwas ist. Aber ja, vielleicht wird es wieder, ne? Aber es ist auch ein Lebewesen. Das ist auch klar, dass es nicht für immer bleibt. Das ist auch selbstverständlich. Aber was machst du denn da? Ja, man weiß ja nie, ne? Gut, weiter. Dann haben wir hier einmal Rosenkohl. Klar, es ist Geschmackssache. Viele mögen das nicht. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan. Ich wollte eigentlich Blumenkohl, aber das hatten sie irgendwie nicht. Und Brokkoli, da habe ich auch noch im Gefrierfach was. Also von daher. Dann haben wir hier irgend so eine Soße. Die war auch dazu. Aber ich werde jetzt diese Burger Patties, werde ich nicht als Burger machen, glaube ich. Sondern eher als einfach nur so. Mit der Soße vielleicht oder mit Reis oder so. Weil Burger Patties bin ich jetzt nicht so mein, ist nicht so mein Fan davon. Ne? Dann haben wir hier irgendwas. Was ist denn das nochmal hier? Frischcreme, Gartenkräuter. Rein pflanzlich. Ist auch reduziert, 30% weniger. Mal schauen. Dann habe ich hier auch Teewurstersatz. Also hier haben wir Mühlenmett fein auf Basis von Erbsen. Und das ist auch von, ja, auch auf Basis von Erbsen-Teewurst. Ich will mal versuchen, kann man es ja mal, ne? Vielleicht schmeckt es ja. Hier noch. Ach so, hier habe ich Burger Cheese. Also jetzt eigentlich nicht deswegen jetzt. Also jetzt nicht auf die Burger draufpacken, sondern einfach nur Cheddar. Weil 4 Scheiben war auch nicht so teuer. Also 100 Gramm, 1 Euro. Ja, ja. Trotzdem. Dann haben wir hier nochmal diese Exquisa-Scheiben. Dann haben wir hier Valais. Wie das ausgesprochen und so. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier vegetarische Schnitzel, milder Gouda. Oh, meine Glatze. Dann bin ich meine Glatze und meine andere Katze. So, habe ich hier noch irgendwas drin, was hier ist? Ja. Hier haben wir Tomaten. Da wollte ich gerne gefüllte Tomaten machen. In den nächsten Tagen. Filo! Meine Güte! Genau. Machen wir hier weiter. Dann haben wir hier Frühstückskuchen. Ja, dir geht's auch zu gut, ne? Der anderen geht's nicht so gut wahrscheinlich und dir geht's zu gut, ne? Aber der. Also er ist aufmerksam, ne? Also er ist jetzt nicht so, dass er jetzt sich so, ich versteckt in seiner Höhle da, aber er guckt raus, das ist schon mal erst mindestens bei Bewusstsein oder zumindest aktiv dabei, aber halt in seiner Höhle da versteckt. Gut. Basmati-Reis haben wir hier, Express. Da wollte ich, das hier. Da ist rein machen, das ist mild. Und mit dem Reis vermischen, so Tomatenreis oder Tomaten, was das auch immer ist, hier ist. Das schmeckt auch nicht schlecht, glaube ich. Versuchen kann man es ja mal. Dann haben wir nochmal Knoblauchgranulat. Einfach, ja. Ich habe das hier schon mal bei Lidl gekauft, aber da halt so eine Packung. Und nicht so ein Glas. Und das ist besser hier. Das ist dann doch ein bisschen, kann man besser streuen als das andere. Genau. Das andere werde ich jetzt nicht benutzen mehr. Das werde ich jetzt dann aufbewahren. Und wenn das leer ist, packe ich das dann den Rest hier rein. Genau. Dann haben wir hier einmal eine Gurke. Dann haben wir hier Sahne-Meerrettich. Aber auch nur, weil es im Angebot war. Oder ja, genau. Sonst hätte ich es auch nicht gekauft. Genau.
hier haben wir Paprika. Gegrillte Paprika im Glas. Ich glaube, das ist auch wie Wasser oder Öl. Ja, auf jeden Fall angebratene Paprika. Dann haben wir hier nochmal 1 Liter Milch. Dann haben wir hier einmal Sandwichscheiben-Toast. Mal gucken, wie lange die halten. Das Komische bei Lidl und bei Kaufland. Also bei Kaufland war es so, dass Kaufland, genau, letzte Woche. Die sind Mitte der Woche schon schlecht gewesen, also schon Schimmelflecken irgendwo gehabt. Aber die von Lidl, die halten auf jeden Fall länger. Ich habe das auch jetzt nicht so offen da liegen gelassen, sondern verschlossen. Aber trotzdem ist es schimmelig geworden. Und ja, wenn irgendwo, ich glaube, so ist beim Brot ja auch, wenn irgendwo eine kleine Stelle Schimmel ist, ist das ganze Brot ja schon verseucht oder so. Von daher, genau. Maus. Lass mir Sorgen. Dann haben wir hier grüne Bohneneintopf mit Bauchspeck und einmal Schnittlauch, ne? Genau. Schnittlauch. Also so getrockneter Schnittlauch. Mache ich ja sehr gerne auf meine Eier. Genau. So, jetzt werde ich so schnell wegholen und dann sehen wir weiter. Ne? Bis später.